Die letzten 5 Runden stehen an hier auf Yoshis Tropeninsel, der dritten Map bei Mario Party 1, und die Stimmung ist im Keller. Susi hat keinen Bock mehr, ich habe keinen Bock mehr, weil Retro mich fokust. Ja, und für Retro läuft es insgesamt ganz gut. Er hat gute Chancen zu gewinnen, aber auch der Computer hat sehr, sehr gute Chancen zu gewinnen. Das Ergebnis am Ende wird vielleicht überraschen, schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall spannend bis zur letzten Runde, so viel kann ich versprechen. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß in den letzten Runden, auch wenn die Stimmung vielleicht nicht ganz so gut ist wie sonst. Oh, es ist bald vorbei, die Scheiße. Mario Party 3 Flashbacks. Hör auf zu labern, Alter. Wie oft bist du jetzt schon bei Bowser? Das dritte Mal? Vierte Mal? Mehr sage ich dazu nicht mehr. Ja. Ja, das macht wenigstens Sinn, hier auf mich zu gehen. Das ist ja nicht dumm. Hätte auf mich hängen können, das geht, danke ja. Und wieder 1 gegen 3. Du hast auch so keinen Stern. Meinst du? Ja. So viel Glück wie Retro heute hat, landet auf dem Fragezeichen direkt vor dem Stern. Pass mal auf. Pass mal auf. Pass mal auf, der Würfel eine 4. Na, gucke. Gott sei Dank. Diese Map. Das ist die schlimmste von allen, wirklich. Außer nicht deine Heimmap, ja. Trotzdem ist die schlimmste. Wieder einer, komm, hau den Münzen mal, komm, komm! Oh, oh! Was ist denn hier los, ey? Was ist denn das für ein Quatsch? Richtiger Müll. Also wir sind die einfache Strecke, ja. Oh. Oh. Alter! Alter, was? Das war stark. Krass. Vor allem, ich dachte, ich war weit genug weg. Komm, eine 4. Oh, oh. Boah. Lass mich raten mit Retro. Nee. Nee. Dann wärst du jetzt fertig und sicher. Ah ne, du bist nicht. Ich bin da, ich bin da hinter, ja. Ja gut, dann heute kein Stern für mich, auch gut. Ne, ich hab jetzt keine Lust mehr zu bezahlen. Ich will euch ja eine 2 in der nächsten Runde. Oh. Alter! Das ist genauso rot. Das ist so ein Müll. Das ist ja gut, glaube ich, halbwegs gut. Ich spiele da so gut wie nie was. Mann! Mann! Ich weiß auch, wie wir zuerst hingucken sollen, ja.
Ja, und tschüss. Naja. Hätte er ähnlich nicht viel gekriegt, also. Keine Ahnung, wer das meiste hier. Mario wahrscheinlich, ja. Ja, ich glaube, Susi war auch nicht so schlecht. 11. Oh, gut. Ich glaube, Susi hat gute Chancen auf einen Minispielstern tatsächlich. Oh, jetzt mal gucken, ob sie mal so hinkriegt jetzt. Gibt's doch nicht. Vor allem, du hast ja gerade eben erst diesen Mochwürfel gegeben. Zweiten. Oh, sehen wir den ersten Sieg vom Computer? Ich dachte, na, was haben wir noch nicht? Neues Big Band haben wir auch noch nie gespielt. Boah, von mir ist schon wieder dieser Schmock. Das Spiel, wo ich weiß, wie es funktioniert. Ja, wirklich. Also das mit den kürzeren Sprüngen bringt auch nichts, davon bin ich nicht schneller geworden. Ich musste mal googeln, was das hier liegt, dass du, wo du da schneller bist, keine Ahnung. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Du musst in eine bestimmte Route laufen, ich weiß auch nicht, was... Ach komm, jetzt heute werden die mal einen Stern. Ja. Immer noch nicht, wa? Nee. Oh, oh, oh. Ah. Das macht der Driver doch. Ich glaube, ich komme direkt dahinter aufs Fragezeichen. Okay. War klar. Sorry. Können wir wieder 1 gegen 3 spielen. Hatten wir heute noch gar nicht. Wie viele sind es noch? 2. Hm. Ah. Tatsache! Ich weiß gar nicht, wer Sinn macht. Keine Ahnung. Ich könnte Susi nehmen, aber Susi gibt eh ihre Münzen ab. Brauche nicht mal. Brauchst nicht noch auf den letzten Platz gehen. Das wäre Quatsch. Oh ey, ja, leck mal ein bisschen mehr, ja. Das würde mir helfen. Hä? So, das denn jetzt? Keine Ahnung. Ja, also, das Schatten war noch drüber, also. Oh, das war noch zu spitze jetzt. Das hat der Party jetzt noch die Krone wieder zu.
vierte Mal oder fünfte Mal, ey. Kannst du mich nehmen? Oder Mario? Chance-Time. Echt jetzt? Ja. Scheiße, Chance-Time. Das kannst du da alle verloren. Wenn er gewinnt, wirklich Mario. Ich habe keine Ahnung, wie die Bonussternverteilung ist. Nee. Ich glaube, Münzstern kriegen Susi und ich. Aktuell. Beide? Ja, ich glaube, wir waren beide bei 55. Ich weiß nicht, ob jemand mehr hat. Keine Ahnung. Ach, zum Abschluss nochmal ein Vierspieler. Nochmal fahren wir, war, oder? Bowser's Knallfall. Läuft. Ey, das war eine richtig Selbst mich, also. Wenn die Münze hebel, weißt du? Ja, aber trotzdem, also ich habe nie sowas Schlechtes erlebt. Verdient es jetzt wieder. Ich glaube, Susi war zwischendurch vorn und dann kamen die Lags. Ja. Ja. Also ich habe es nicht richtig gesehen. Ich gucke immer bloß auf meine Pumpe, ob die leuchtet oder nicht. Ach, wenn ich ja die Shenstein nochmal gerettet. Ja. Was? Na ja, klar. Unverdient. Warum gewinne ich den Minispielstern? Ja, das verlor mich jetzt auch. Also ich fand eigentlich, dass Susi auch sehr, sehr viele Münzen geholt hat. Wow. Naja. Das war die erbärmlichste Party, die ich je gespielt habe. Ja, also, ja, ganz ehrlich. Wisst ihr, ihr habt so viel Meckert, trotzdem Winter da, also. Ja, also was halt nicht rum, Anfang, Mensch! Was du dort am Anfang gemacht hast, war immer so lächerlich. Ich hätte dann öfters drauf hin müssen. Hätte doch mehr Dreckschwein sein müssen, sind ich. Ja, nächstes Mal gibt's keine Gnade. So. Ja, ist ja gut zu wissen, dass du so spielst. Mit? Siehst du, ich bin so der Letzte geworden. Ja, na, du hast dich natürlich dann damit auch so ein Stück weit in den Fokus gestellt, ne? Also, bist du selber schuld. Ach Gott, Alter. Ich
Du, wenn Susi nicht so viel Pech hat mit Bowser, der ist locker gut, glaube ich. Das ist ein Minispiel, oder? Ja. Weiß nicht, wo ich 106 Münzen herhaue. Also, ich weiß wirklich nicht, wo ich 106 Münzen herhaue. Oh, hat das Einzelspieler, glaube ich, doch nicht gezählt, oder? Okay, ja, gehe ich mal von aus, aber trotzdem, Susi mit dem Chaos-Bowling hat sie uns völlig zerstört, macht sie 20 Münzen ja, ja. Gut auf uns. Stehe ich auch nicht. Ja. Ja, durchs letzte Minispiel hast du noch Münzen gekriegt, oder? Ja, habe ich ihn halt alleine bekommen. Ja. Dadurch. Ansonsten hätte man halt zusammengekriegt. Ja. Hätte ja mehr Ergebnis ja nichts geändert. Gut, das war dann Party Nummer 3. Ich hoffe, dann beim nächsten Mal läuft es vielleicht wieder ein bisschen spaßiger. Also ich hatte wirklich selten so wenig Spaß bei einer Party. Wirklich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ja. Auch wenn ich das Ding am Ende gewonnen habe. Retro geht am Anfang auf mich, ist der Meinung, mich fokussen zu müssen, bekommt die Quittung am Ende dafür. Vielleicht schafft es dann am Ende wieder beim nächsten Mal dann ordentlich zu spielen, ja. Dann läuft das vielleicht auch für Retro wieder. Kassiert am Ende nicht Karma. Danke an alle, die dabei waren. Schaltet super gern zur nächsten Party mit ein. Da gibt es dann Varios Heimspiel. Gucken wir dann, ob dann einer von den beiden Vario wieder spielt oder ob der Computer Vario dabei ist. Auf jeden Fall. Danke auch an Retro und Susi fürs Mitspielen. Bitte schön. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao. Genau, wie gesagt, schaltet gerne das nächste Mal wieder ein. Schaltet bei mir und Lauri. Lasst trotz der komischen, weirden Party trotzdem Like da und Abo und ja, dann hoffen wir mal, dass es nächstes Mal etwas besser wird. Etwas knapper vor allem noch und mit einem anderen Sieger, aber wir werden sehen, wir werden sehen. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Nachdem man das Video schaut, oder mit Retro Julie out.